Wie die Deutsche Bahn mitteilt, besteht die Signalstörung zwischen H und Todering weiterhin. Jedoch soll es dadurch zu keinen weiteren Beeinträchtigungen mehr kommen. 29. September 2017 6.10 Uhr aufgrund einer Signalstörung kommt es bei den Linien S4 und S6 zwischen H und Todering zu Beeinträchtigungen. Fahrgäste müssen mit Verzögerungen von 5 bis 10 Minuten rechnen. 29. September 2017, 6 Uhr die Verkehrslage auf der Linie S1 hat sich wieder normalisiert. 28. September 2017, 22,06 Uhr die Linie S eine in Richtung München Ost verkehrt ab Mosach ohne zum Münchener Hauptbahnhof Gleise 27 bis 36. Die Linie ist 1 in Richtung Freising Flughafen verkehrt ab München Hauptbahnhof Gleis 27 bis 36 ohne Halt an der Hackerbrücke 28. September 2017 21,10 Uhr. Die Linie ist 1 in Richtung München Ost verkehrt ab Moosach ohne zum Münchener Hauptbahnhof Gleise 27 bis 36 die Linie S1 in Richtung Freising Flughafen verkehrt ab München Hauptbahnhof Gleis 27 bis 36 ohne Halt an der Hackerbrücke. 28. September 2017, 20,34 Uhr. Die S-Bahnen der Linie S4 Richtung Ebersberg und S8 Richtung Flughafen werden zwischen Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. 28. September 2017, 20,28 Uhr noch immer brennt auf der Stammstrecke der Baum. So kann man es durchaus nennen, denn seit Stunden meldet der Streckenagent erhöhtes Fahrgastaufkommen in den S-Bahnen. Und daher dreimal dürfen Sie raten, kommt es weiterhin zu Verspätungen und Zughausfällen. 28. September 2017 18,57 Uhr nach vorangegangenen Personen im Gleis im Knoten münchen pasing kommt es im S-Bahn Gesamtnetz aktuell zu Verzögerungen von bis zu 30 Minuten. Auch kann es auf den Außenesten kurzfristig zu Zughausfällen und vorzeitigen Zugwänden kommen. Die Linien S6 und S8 verkehren wieder auf dem Regelweg. 28. September 2017 18.39 Uhr die Sperrung des Bahnhofes München-Westkreuz wurde wieder aufgehoben und der Zugverkehr auf den Linien S6 und S8 wurde wieder aufgenommen. Aktuell kommt es zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden und Zughausfällen kommen 28. September 2017, 18 Uhr die spielenden Kinder im Gleis wirken sich jetzt auf das Gesamtnetz aus. Überall kommt es zu Verspätungen, teilweise von bis zu 20 Minuten 28. September 2017, 17,20 Uhr wegen spielender Kinder im Gleis ist der Bahnhof München Westkreuz komplett gesperrt. Die S-Bahnen verkehren wie folgt: Die Linie S6 in bzw. Ausrichtung Tutzing beginnt/endet in Gauting. Die Linie S8 in bzw. Ausrichtung Hersching beginnt/endet in Neuaubing. Die Linie S8 in bzw. Ausrichtung Flughafen beginnt/endet in München-Pasing. Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takt der S8 sowie die S-Bahnen der S6 zwischen München Ost und Ebersberg entfallen. 28. September 2017, 10,04 Uhr. Wegen erhöhtem Fahrgastaufkommens an der Hackerbrücke kommt es derzeit in der Stammstrecke in beiden Richtungen zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es auf den Außenesten kurzfristig zu vorzeitigen Zugwänden kommen. Immerhin wurde der Polizeieinsatz in Berg am Laim mittlerweile beendet. Es kommt hierzu keinen Verzögerungen mehr. 28. September 2017, 16 Uhr. Die Bahn teilt über ihren Streckenagenten mit wegen eines Polizeieinsatzes im Bahnhof Berg am Leim kommt es zwischen München Ost und Berg am Leim zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden und Umleitungen kommen. 27. September 17,10 Uhr die Streckensperrung zwischen Leuchtenbergring und Dagelfing wurde aufgehoben und der Zugverkehr wieder aufgenommen. Fahrgäste werden gebeten, weiterhin noch mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwänden kommen. 27. September 16.35 Uhr der Streckenabschnitt zwischen Leuchtenbergring und Dagelfing ist weiterhin gesperrt. Mittlerweile sind Bahnen der S8, S2 und S3 betroffen, die S-Bahnen der S8 in Richtung Flughafen verkehren bis Leuchtenbergring und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen in Richtung münchen ost verkehren bis Johanneskirchen und enden dort Fahrgäste von nach München. Tief ist die Stammstrecke zwischen münchen Brücke und München-Ostbahnhof gesperrt. Die S-Bahnen verkehren wie folgt die Linie S1 in bzw. aus Richtung Freising-Flughafen beginnt bzw. endet in Moosach. Fahrgäste der Linie S1 können alternativ die U-Bahnlinien U2 Feldmoching oder U3 Moosach nutzen. Die Linie S2 altur erding wird zwischen Obermenzing und München-Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Leim entfallen. Die Linie S3 in bzw. aus Richtung Mammendorf beginnt bzw. endet in München-Pasing. Die Linie S3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen beginnt bzw. endet am Münchner Ostbahnhof. Alternativ können Sie auch auf die U-Bahnlinien U-2 bis Giesing U-5 bis München Ost ausweichen. Die Linie S4 in bzw. Ausrichtung Geltendorf beginnt bzw. endet an München HK Brücke. Die Linie S4 in bzw. Ausrichtung Ebersberg beginnt bzw. endet am Münchner Ostbahnhof. Die Linie S6 in bzw. Ausrichtung Richtung Turzing beginnt bzw. endet am Münchner Hauptbahnhof Gleis 2736. Der Halt münchen HK brücke entfällt. Die Linie S7 Wolfratshausen beginnt bzw. endet am Münchner Hauptbahnhof Gleis 2736. Der Halt münchen HK brücke entfällt. Die Linie S7 in bzw. Ausrichtung Kreuzstraße beginnt bzw. endet in Giesing. Hier können Sie alternativ auf die S3 ab München Ost sowie auf die U-Bahnlinien U2 bis Giesing und U5 Neuperlach Süd ausweichen. Die Linie S8 Hersching, Flughafen verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke. DB-Fahrscheine werden für die Dauer der Störung auch in den Verkehrsmitteln der MVG U-Bahn, Bus, Tram anerkannt. Die Bahn bittet die Fahrgäste zwischen München-Pasing und München Hauptbahnhof auch die Züge des Regionalverkehrs zu nutzen. 10. September 20,10 Uhr derzeit sind wegen einer Störung an Eroberleitung keine Zugfahrten Richtung München-Ost möglich. Die S-Bahnen werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Störung ab. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Zudem kann es kurzfristig zu Zughausfällen und vorzeitigen Zugwänden kommen. Genaue Informationen zur Dauer der Störung liegen aktuell noch nicht vor. 9. September 19,20 Uhr Die Sperrung des Bahnhofes Ismaning wurde inzwischen aufgehoben und die S-Bahnen der Linie S8 verkehren wieder auf dem Regelweg. Dies meldet die S-Bahn Zentrale. Nach der Sperrung kann es aber noch zu Folgeverzögerung kommen. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden kommen. 9. September 18,30 Uhr, wie die S-Bahn München meldet, kommt es am späten Samstagnachmittag auf der Strecke der S8 zu Störungen. Wegen Personen im Gleis im Bereich Ismaning kommt es auf der Linie S8 zu Beeinträchtigungen. Der Bahnhof Ismaning ist komplett gesperrt. Die S-Bahnen der Linie S8 in Richtung Flughafen verkehren bis Johanneskirchen und enden dort vorzeitig. Es wird daran gearbeitet, schnellstmöglich einen Schienenersatzverkehr für sie einzurichten. Fahrgäste von nach München Flughafen nutzen alternativ bitte die Linie S1. 7. September 12,40 Uhr laut des Bahn München kommt es nach dem Arzteinsatz am Münchner Hauptbahnhof noch zu Verzögerungen auf den Außenesten der S-Bahn von bis zu 20 Minuten. Zudem würden Züge vorzeitig wenden. Die Lage sei dabei sich zu normalisieren. 7. September 11,55 Uhr die S-Bahn München meldet, dass es aktuell wegen der ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes am Münchner Hauptbahnhof zu Beeinträchtigungen auf der S-Bahn Stammstrecke in Richtung Pasing kommt. Fahrgäste müssen mit Verzögerungen von bis zu 25 Minuten rechnen. Es könne zudem kurzfristig zu Zughausfällen kommen. 7. September 10 Uhr, liebe User, ab heute informieren wir Sie in diesem Newssticker über Störungen im Münchner S-Bahn-Bereich. Egal ob Sperrung, Störung, Notarzteinsatz oder Verzögerung, wir versuchen, Sie über alle größeren Zwischenfälle auf dem Laufenden zu halten. München und die S-Bahn ein schwieriges Kapitel. Immer wieder raufen sich Pendler in und um München die Haare, wenn ihre S-Bahn verspätet oder gar nicht kommt, die Stammstrecke mal wieder gesperrt ist oder die Züge hoffnungslos überfüllt sind. Generell ist die Stammstrecke konisch überlastet, rund 840.000 Menschen, Stand Sommer 2017, werden tagtäglich befördert. Kommt es zu einer Störung auf der Stammstrecke, ist nicht selten das gesamte Netz betroffen, dem soll aber Abhilfe geschaffen werden und zwar durch die 2. Stammstrecke. Spatenstich für den Bau war im April 2017 gleich an mehreren Stellen, wird deshalb in Heidhausen gebuddelt. Im Jahr 2026 soll die zweite Stammstrecke fertig sein und die ersten Züge sollen rollen, allerdings ist das 3,85 Milliarden Euro Projekt um die zweite Stammstrecke nicht unumstritten. Immer wieder formieren sich Gegner, die den Bau in der geplanten Form doch noch stoppen möchten, sogar eine Strafanzeige wurde gestellt. Nach aktuellem Stand September 2017 wird die zweite Stammstrecke aber kommen. Ziel ist es, dass anstatt nur 30 Züge pro Stunde und Richtung bis zu 54 durch die Röhre donnern können. Sollte ein Zwischenfall eine Röhre lahmlegen, soll der zweite Tunnel ein völliges Chaos verhindern. Auch wie die Bahnhöfe der neuen Stammstrecke aussehen sollen, steht bereits fest. Hier finden Sie dazu 360-Grad-Videos. Die S-Bahn fällt aus. Wir helfen Ihnen sofort auf Facebook. Unsere Redaktion hat für jede S-Bahn-Linie eine Facebook-Gruppe gegründet, in der sich Fahrgäste selbst organisieren können, bilden Sie Fahrgemeinschaften, wenn Ihre S-Bahn ausfällt. Organisieren Sie ein Taxi und teilen Sie sich mit mehreren die Kosten. Oder bitten Sie andere Betroffene schlicht um Hilfe oder bieten Sie einen Platz in Ihrem Auto an. Zusammen mit anderen Pendlern sind Sie im S-Bahn-Chaos weniger allein. Hier gelangen Sie zu allen Facebook-Gruppen S1, S2, S3, S4, S6, S7, S8 und S20. Aufgrund einer Oberleitungsstörung ist der Streckenabschnitt auf der Linie S7 zwischen Höhenkirchen, und Kreuzstraße gesperrt. Die S-Bahnen aus Richtung Giesing verkehren bis Höhenkirchen Siegertsbrunn und enden dort vorzeitig. Ein Schienenersatzverkehr wird derzeit eingerichtet. 5. Oktober 16.11 Uhr Die Verkehrslage zwischen Ismaning und Unterföhring hat sich normalisiert. Die technische Störung an einem Bahnübergang wurde behoben. Aufgrund einer Oberleitungsstörung ist der Streckenabschnitt auf der Linie S7 zwischen Höhenkirchen Siegertsbrunn und Kreuzstraße weiterhin gesperrt. Die S-Bahnen aus Richtung Giesing verkehren bis Höhenkirchen-Siegertsbrunn und enden dort vorzeitig. Ein provisorischer Schienenersatzverkehr mit Taxis zwischen Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Kreuzstraße ist für Sie eingerichtet.